Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Nach dem 1:0 Auswärtserfolg in Würzburg wollte Haching endgültig die Trendwende einleiten im Heimspiel gegen den SV Meppen. Die Gäste aus dem Emsland allerdings, das beste Team der Rückrunde, die haben die Kehrtwende schon längst geschafft. Haching musste kurzfristig auf Sascha Wigalke verzichten, der fehlte krankheitsbedingt für den Porat für ihn in der Startelf. Meppen in den dunklen Trikots, aber in der vierten Minute mit dem perfekten Start. Das ist Leugers, der öffnende Ball auf René Guder und der eine Winterneuzugang findet in der Mitte den anderen, Markus Piosek, 1:0, Meppen. Das dritte Saisontor für Piosek. Heute frühe Führung für Meppen. Mit viel Selbstvertrauen spielt es sich auch in der Fremde gut. Toll gespielter Angriff, der öffnende Ball von Leugers und die maßgeschneiderte Flanke von Guder. Piosek findet die Lücke zwischen den beiden Innenverteidigern. Haching danach fast mit ganz schnellen Antwort. Ein langer Ball auf Porat, der nochmal gut verzögert. Und dann Wiedemann sieht, ganz viel Platz. Aber Wiedemann haut das Ding über den Querbalken. Nur 2 Minuten nach dem Rückstand die Riesenchance zum Ausgleich. Danach allerdings tat sich Haching extrem schwer, in die Offensive zu finden. Meppen verteidigte geschickt und setzte durchaus offensive Akzente, so wie hier. Kopfball von Guder, gut pariert von Königshofer. Und weiter ein durchwachsenes Spiel. Haching bemüht, immer mal wieder auch mit Geistesblitzen, aber im Abschluss einfach zu langsam, manchmal auch nicht entscheidungsfreudig genug. Schimmer im letzten Moment noch abgeblockt. Und somit 0:1 zur Pause aus Sicht von Haching. Es war windig im Sportpark und viel Gegenwind auch für Haching im zweiten Durchgang. Denn die Abwehr von Meppen sie hielt und es kam fast nichts zustande. Sinnbildlich dieser Versuch von Hagen, der Ball geht ins Seiten aus. Es passte zum Auftritt von Unterhaching in dieser Partie. Kurz vor Schluss fast noch das 2:0, 3:1, Tor war leer, denn Königshofer war vorn mit dabei und dann ein Pass nach vorn, das ist dann natürlich abseits, leichtfertig vergeben, somit nicht 2:0, aber 3 Punkte gibt's trotzdem für Meppen. Mannschaft hat sich belohnt, ich glaube gerade zweite Halbzeit nicht viel zugelassen, defensiv das dann schon ordentlich gemacht, klar, letzte Situation gerade, musste dann auch das 2:0 machen, aber für ein 1:0 gibt's auch nur 3 Punkte. Jetzt sind wir schon mal dabei, dass wir, glaube ich, mal auch sehr gut auf die zweiten Bälle waren, dass wir auch gute Dominanz im Spiel gehabt haben. Ja, der Gegner weiß nicht, wie viele Chancen der Gegner vergeben hat und wir haben einfach zu viel vergeben. Und Haching muss sich schütteln. Am Dienstag geht es zum Derby zu 60 und Meppen bleibt das Team der Stunde. 6. Sieg im 8. Rückrundenspiel und jetzt punktgleich mit Unterhaching.